Die Auswertung Ihrer Umfrage. Vermutlich der spannendste Bereich, den wir Ihnen mit Easy Feedback anbieten können. Sie haben Ihre Umfrage gestartet, Sie haben sie aufgebaut, Sie haben sie durchgeführt und sind natürlich gespannt auf die Ergebnisse. Bei Easy Feedback bieten wir Ihnen die Ergebnisse immer in Echtzeit an. Das heißt, wenn jetzt ein Teilnehmer antwortet, sehen Sie in der nächsten Sekunde das Ergebnis. Sobald Sie starten, sehen Sie relativ schnell die ersten Ergebnisse, was immer sehr spannend ist, weil man ja sehr viel Zeit investiert hat und auch sehr viel Konzeption in die Befragung und dann natürlich super wie so ein, gespannt ist, wie so ein kleines Kind auf die Ergebnisse, die dann kommen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie die Auswertung bei Easy Feedback funktioniert, was Sie bei uns erhalten. Und damit starten wir jetzt einfach mal direkt. Wir haben jetzt hier unsere Beispielumfrage. Wenn wir die in der Übersicht öffnen, kommen wir immer direkt in den Fragebogen und können dann von hier aus direkt in die Auswertung springen. Sobald wir hier in der Auswertung angekommen sind, sehen wir als erstes die Statistikseite. Das heißt, hier werden Ihnen die statistischen Daten drumherum angezeigt an der Stelle. Wir sehen dann Startdatum, durchschnittliche Teilnahmezeit, die kürzeste und die längste, in welcher Sprache das Ganze durchgeführt wurde und auf wie viele Fragen die Umfrage hat nochmal. Darunter sehen Sie immer die Besucherquellen. Das heißt, je nachdem, wie wir zur Umfrage einladen, ob wir nur über den Link einladen, eine Teilnehmerliste, Multilink oder über die Website-Integration, das wird Ihnen hier einzeln angezeigt, sodass Sie das auch einzeln nachverfolgen können, um das Verhalten zu sehen. Das heißt, Einladung haben wir jetzt hier nicht, weil das ist der Umfragelink, das ist nicht die E-Mail-Einladung, aber wir sehen, wie viele Besucher sind daraus generiert, wie viele Teilnehmer haben wir daraus gewonnen, wie viele abgeschlossen und wie viele abgebrochen. Also das gibt Ihnen hier einen guten Überblick über die über das Verhalten an der Stelle. Als nächstes sehen wir, über welches Endgerät teilgenommen wurde. Das heißt Desktop, Tablet oder Smartphone. Wenn es nicht zugeordnet werden konnte, aus welchen Gründen auch immer, wird das unser Sonstiges angezeigt. Darunter sehen wir noch den zeitlichen Teilnahmeverlauf. Der zeigt uns an, wie viele Teilnahmen an welchem Tag erfolgt sind und ob die abgebrochen wurden oder bis zum Ende teilgenommen. Das wird sich dann über die Zeit hier aufbauen. Wenn Sie da ein bisschen mehr haben und das detaillierter betrachten möchten, könnten Sie auch einfach hier die Maus gedrückt halten, ziehen und dann zoomen Sie sozusagen in diesen zeitlichen Strahl rein. Und zum Schluss haben wir noch den Absprungverlauf. Der Absprungverlauf ist ein ganz interessantes Indiz dafür, ob mit der Befragung alles in Ordnung ist, ob wir unseren Job gut gemacht haben. Denn der zeigt uns an, auf welcher Seite wie viele Personen die Umfrage verlassen haben. Wir sehen jetzt hier hinten auf der Abschlussseite 40 Personen. Das ist ein sehr gutes Ergebnis, das heißt, hier darf der Ausschlag auch hochgehen. Die haben alle bis zum Ende teilgenommen und dann haben wir hier zwischendurch noch einen kleinen Ausschlag auf Seite 6 und ansonsten sieht das alles sehr gut aus. Wenn Sie hier vorne ein paar Ausschläge haben, könnte man mal in den Fragebogen reinschauen und gucken, ob da vielleicht zu viele Pflichtfragen gesetzt sind, ist die Fragestellung zu kompliziert oder einfach zu lang gestaltet. Also das sind immer so Indizien dafür, dass vielleicht irgendwo das Interesse blockiert wurde, sage ich jetzt mal vorsichtig. Genau, das ist dann die Statistikseite drumherum. Wenn wir jetzt in die Ergebnisse wechseln, erhalten wir das Ganze grafisch aufbereitet. Das heißt, Sie finden hier Ihren Fragebogen wieder. Wir sehen das hier über diese Seitennavigation. Die Umfrage hat 8 Seiten. Dementsprechend auf diesen 8 Seiten gestaltet sich das hier auch. Wir können aber auch auf alle klicken und dann bekommen wir alles untereinander. Das ist immer ganz angenehm, dann brauchen wir nicht so viel klicken und scrollen. Nur scrollen. Genau, und das, was sich hier aufbaut, ist dann der Fragebogen, wie wir ihn auch so gestaltet haben. Das heißt, wir haben hier die erste Frage und sehen immer als erstes, oder oben sehen wir immer das Diagramm und darunter die Datentabelle und können dann hier über die Option, die wir haben, einfach den Diagrammtyp durchtauschen. Wenn uns das Kreisdiagramm eher zusagt zum Beispiel, oder wir hätten gerne ein Säulendiagramm oder auch ein Area Chart, dann können wir das hier einfach durchtauschen. Das ist sehr einfach und sehr flexibel. Dazu haben wir noch ein paar Einstellungen. Das heißt, wir können die Chartfarben noch individuell anpassen, wenn Sie hier eigene Farben hinterlegen möchten. Das ist kein Problem. Wir können das Diagramm ausblenden, wenn es keinen Mehrwert liefert. Die Maximalwerte oder prozentualen Werte einstellen. Wir können Daten im Diagramm ausblenden oder auch die Datentabelle. Und wenn Sie das Ganze beispielsweise präsentieren möchten, haben Sie auch die Möglichkeit, die Grafik oder das Chart als Grafik runterzuladen an der Stelle. Genau, und wenn wir jetzt hier so durchgehen, dann sehen wir halt immer die Verteilung prozentual gesehen und die Häufigkeitsverteilung. Und dann haben wir hier den
Fragebogen, so wie er denn auch in der Umfrage aufgebaut wurde, und können uns halt die Ergebnisse anschauen. Genau, das geht jetzt hier Stück für Stück immer weiter. Ich denke, das ist dann selbsterklärend an der Stelle. Als dritten Punkt haben wir dann hier oben noch die Einzelergebnisse. Das heißt, zu dem kumulierten Gesamtergebnis, was wir erstmal standardmäßig sehen, sehen wir auch noch die Einzelergebnisse. Das Ganze wird uns hier links mit fortlaufenden Nummern angezeigt. Also das ist eine anonyme Befragung gewesen. Wir wissen nicht, welche Person was geantwortet hat und können dann hier über die Auswahl uns die einzelnen Antworten anzeigen lassen. Wir haben noch ein paar Daten dazu abgeschlossen. Wann war das Ganze? Welches Endgerät und so weiter. Und wenn wir hier drinnen dann scrollen, sehen wir dann, wie der jeweilige Teilnehmer geantwortet hat. Das ist auch die Möglichkeit, hier die Einzelergebnisse, das Ganze zu korrigieren. Es gibt hier über den Bearbeiten-Stift, könnten wir die Antworten bearbeiten. Es gibt immer wieder Fälle, wo das passiert, dass eine Falschangabe getätigt wurde oder. Kann man hier drüber bearbeiten. Oder auch, wenn zum Beispiel per E-Mail eingeladen wurde, danach ist die Umfrage ja geschlossen, da kann kein zweites Mal teilnehmen, hat vielleicht zu schnell geklickt, dann können wir hier über das Umfragelink wieder freigeben, diese Teilnahme wieder freigeben, dass die Person erneut teilnehmen kann. Schließt natürlich auch ein bisschen voraus, dass wir wissen, wer das ist. Aber das sind so die Möglichkeiten, die Sie haben. Genau, in dem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Erkunden der Ergebnisse, beim Aufbereiten der Ergebnisse und auch bei der Betrachtung der Einzelergebnisse.